Ja, hallo, und da sind wir auch schon wieder zurück mit einer neuen Folge. Ich mache mal ein Stück leiser. Ich hoffe, das müsste jetzt so in Ordnung gehen. In der letzten Folge ging das ja schon besser und wir waren dabei, hier diesen Bauernhof noch mit zu verbinden. Achso, ich war noch in der Pause. So, dann gehen wir mal raus. Moment. Ja, die Kuh macht Mu und viele Kühe machen Mühe. So, wie machen wir denn das dort am geschicktesten? Na, das reicht noch nicht. Ich denke, wir werden einfach an dem Bauernhof vorbeibauen und dann die Strecke hier einmünden lassen. Das ist noch gar kein Problem bei der Menge an Zügen, die wir hier im Einsatz haben. Können wir das durchaus so machen? Wie mache ich denn das hier? Ich glaube, ich muss hier nochmal wieder ein Stück hoch. Ja, so passt das. Und es bedarf an dieser Stelle auch keiner großen Absicherung durch spezielle Signale, weil das funktioniert einfach so, wie es ist an der Stelle. Das können wir beliebig machen, nur falls wir jetzt dann noch mehr Züge hier irgendwann mal fahren lassen wollten, dann müssten wir uns dann hier mal was Besseres einfallen lassen. So, das Signal hier. So, jetzt müssen wir noch die Anbindung hier machen, dann nehmen wir wieder für das Getreide, beziehungsweise das, Moment, das Vieh war das doch, ne? Ja, das Vieh, ne. Das Getreide. Diese Lok hier. Oder reicht's Geld? Schon wieder nicht. Da müssen wir jetzt warten, bis wir wieder ein bisschen Geld hier reinkriegen, damit wir die Fahrzeuge umrüsten können. So viel Gewinn, obwohl durch die Züge machen wir jetzt ja viel Gewinn. Jetzt können wir umrüsten und das Getreide mitnehmen. So, vollladen und dann wieder entladen. Nein, das war falsch. Ich denke, das können wir, glaube ich, so lassen. Nein, entladen, nicht beladen. So, Abfahrt. So, jetzt fehlt uns noch das Geld für den Viehtransporter. 72.000. Puh. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber wir machen jetzt hier durch die Züge schon ganz gut Gewinn. Sag ich mal, vielleicht können wir uns in der Zeit irgendeine Subvention holen. Wiesbaden nach Farberg. Dort unten, na, ist es recht weit. Osbrück nach Limmstadt, das kann man durchaus machen. Mit dem Bus schlage ich vor. Und das passt hier perfekt. Und dann hier den Bahnhof, beziehungsweise die Bushaltestelle. Passt bloß dahin. Das können wir leider nicht anders machen. Und jetzt noch der Bus dazu. Osbrücken nach Limmstadt und ab dafür. Es besteht auch hier die Möglichkeit, umfassend zu cheaten. Erzähle ich einfach mal so: Hier gibt es zum Beispiel den Punkt, Kontostand um 30 Millionen Mark erhöhen. Aber natürlich auch der Hinweis: Achtung, hiermit betrügt man seine Mitspieler. Man sollte bedenken, dass sie das niemals verzeihen werden. Ja, diverse Cheat-Einstellungen, die wir hier hoffentlich nicht benutzen werden oder benutzen müssen. Ich wollte davon absehen, das einzusetzen. Zurückzahlen können wir auch noch nichts. Also wir sind insgesamt 1,5 Millionen Mark im Minus hier. Weil wir so viel gebaut haben. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen zurücknehmen und erstmal Gewinn hier machen. Was machen eigentlich die Gegner? Ein Zug haben die bisher.
Und die Gegner, die Grünen, haben bisher 10 Fahrzeuge. Da ist jetzt die Frage, wo die herumfahren. Und schauen wir mal. Wir beobachten ja mal ein bisschen die Gegner, bis wir wieder Geld haben, um hier auszubauen. Ach, dort unten ist die Strecke. Was transportieren die denn da? Kohle. Na, da hätte ich doch lieber eine Bahn gebaut und dann vielleicht das hier angefahren. Machen die viel Geld damit? Na, 50.000 sind aber trotzdem sehr im Minus, haben auch schon den maximalen Kredit ausgereizt. Warum die da nicht weiterbauen, ist mir unklar. Die Gegner hier, denen geht's ein bisschen besser. Ah, jetzt haben wir das Geld, um den Zug zu bauen. Dann bauen wir den mal schnell. Nicht, dass das Geld dann da weg ist. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie wir das jetzt am besten machen hier mit dem... Oh, mit dem Umsatz. Wir schauen einfach mal, was die Züge uns so bringen. Gewinn im letzten Jahr. Der hier zum Beispiel 43.000, macht in diesem Jahr 77.000, das ist schon recht ordentlich. Ordentlicher Preis. Jetzt sind wir gleich im Minus, geldmäßig, jetzt im Minus. Da muss jetzt hoffentlich mal ein Zug ankommen demnächst, da ist schon einer unterwegs. Sehr gut. Dort fährt auch schon wieder einer raus. Hoffentlich blockieren die sich jetzt gleich nicht. Nein, das wird, das reicht. Zug 10 hat so wenig Aufträge, ich weiß, meine Güte. Das müsste der hier sein, ne? Heidelberg höher. Ja, das nehmen wir an. Das nehmen wir auch an, auch wenn wir uns das im Moment nicht leisten können. Ja, los, fahrt schneller. Ach, da gab es jetzt wieder Geld. Sehr gut. Jetzt können wir uns wieder einkaufen. Ja, die Waggons sind auch sehr teuer. Hier gibt es einen für mehr als die Hälfte, aber... Da wissen wir nicht. Der transportiert recht wenig und ich will, wenn schon, dann voll machen, sozusagen. So, die Subvention ist auch unsere. So, jetzt haben wir das Geld. Und jetzt muss er noch umgerüstet werden auf Vieh und dann können wir den auch noch auf den Weg schicken. So, jetzt müssen wir erstmal etwas Geld reinbekommen, dass wir auch unsere Schulden zurückzahlen können. Die Subvention hier, die lohnt nicht mehr so wirklich. Würde ich einfach mal sagen. Mal schauen, wo gibt es denn noch Kohle? Dort? Dort ist schon der Gegner. Aber wir könnten dem das einfach mal abspenstig machen, indem wir dem Gegner dort etwas Konkurrenz machen an der Stelle. Wenn er uns das schon so schön markiert, dann nehmen wir mal hier den kurzen Weg. Bauen hier rüber. Jetzt müssen wir irgendwann runterkommen. Oder wir bauen so quer und dann eine Brücke drüber vielleicht. Würde das genau passen? Ja, das würde genau passen. Das heißt, wir heben das einfach mal an. Das Geld haben wir dann einfach. So, jetzt fehlt uns aber wieder das Geld hier für die Kohle. Eine ganz schön verzwickte Sache. Auch wenn wir jetzt das erste Mal ja richtig Plus machen, sind es bloß 5.000. Jetzt sind es wird immer weniger. Das sind dann die Zinsen und die Wartungskosten. Ja, so dass ich einfach mal vorschlage. Wir machen einfach mal dann Schluss in dieser Folge und warten, bis wir wieder etwas Geld haben. Weil hier im Moment auch kein Zug gerade... Doch, jetzt kam ein Zug gerade an, aber ich glaube, das Geld reicht nicht.
so dass ich einfach jetzt mich verabschiede und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.